Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Etwas wieder am Start, und zwar mit der nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal gerade um die Sonne, die jetzt gerade mal fehlt. Verkehrsrum auch noch. So sieht das Ganze aus, und zwar es geht um Solarlampen. Habe ich euch ja schon mal vorgestellt, jetzt will ich euch die hier nochmal vorstellen. Und zwar gibt es die jetzt neuerdings im Double Pack. Eine ziemlich coole Sache. Double Pack bedeutet eigentlich Double Pack. Was soll das sonst heißen, ja? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ich habe die ja schon mal gezeigt, weil die extrem krass sind, weil man damit wirklich gut was ausleuchten kann. Und besonders, weil die so, ich sag mal, autark sind. Ja, Sonnenenergie geht oben gut rein, weil das Solarpanel richtig schön groß ist. Das müsste, glaube ich, fast, ja, wie viel sind das? Muss ich nachschauen. Ich glaube, über ein Watt müsste das schon sein, was damit reingeht, oder ein knappes Watt. Das ist schon mal sehr cool. Wir haben natürlich auch wieder Befestigungsschrauben, natürlich auch im Doppelpack dabei. Zweimal Dübel, zweimal Schrauben, jeweils davon da. Und die sind ultra hell. 320 Lumen hat eine Lampe. 320. Also die haben ja das, wenn ich die mal anschalte. Okay. Hallo? Oder sind die jetzt noch nicht aufgeladen? Doch, sie sind auf. Ach, gucke. Was ist da los? Wie? Ist doch hell. Ist schon zu viel Schatten. Wieso denn das? Ach so. Ist ja interessant. Wieso geht die denn dann? Hm? Ja, gucke, dann draußen wird es wieder heller, ja? Hier werden die wieder dunkel. Wieso geht die linke denn schneller an als die andere? Ja, was ist das? Das ist ja imposant. Oh, na gut, so. Achso, fällt immer noch zu viel Licht drauf. So sieht das Ganze jedenfalls aus. Die haben hier die Lampen wieder mal so konzipiert. Guck mal hier. Na gut, lassen wir das mit der Seite. Ist ja auch vollkommen schnurz. Kommt da nicht hier noch Luft drauf? Licht drauf? Ja, jetzt gucke. Kommt die Sonne wieder ein bisschen raus. Zack, schaltet die sich selbstständig wieder ab. Was ich eigentlich zeigen wollte, mache ich halt an der hier. In der Zeit lassen wir die leuchten. Die haben, wie gesagt, 320 Lumen. Ist, wie gesagt, alles ja drin hier verbaut. Achso, jetzt ist blindet hier auf der Seite. Ja, was ist da los? Guckt ihr das an, ja. Kommen die LEDs durch. Sind 16 LEDs sind es insgesamt, die hier mit 320 Lumen rauspressen. Ist natürlich eine Schutzfolie drüber hier. Hier unten ist auch nochmal, wie so ein Milchglas drüber, sage ich mal. Das trübt das Ganze so ein bisschen, weil nach 30 Sekunden müssten die eigentlich in den Modus wechseln für Dauerlicht. So ist es zumindest bei meiner anderen Lampe. 1 Watt haben die. Genau. 1 Watt, 1 Watt, also jetzt die LEDs an sich, Abstrahlwinkel, haben wir, guckt mal einfach gleich selber drauf, Moment mal, da ist es doch wieder, auch wenn die Punkte von den LEDs sich gerade in der Kamera spiegeln, minus 5 bis 60 Grad, 3 Meter kann der Bewegungssensor das Ganze, wie gesagt, sehen, Lightsensor und Dimlight, also das bedeutet, wenn wir jetzt, wieso macht er das ja eigentlich, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht ist es auch schon, dass sie dimmt, obwohl ich nicht glaube. Nee, normalerweise funktioniert das so, sobald es dunkel wird, die Solarpanels laden den internen Akku natürlich auf, sobald es dann dunkel wird, dann gehen die in einen Dimm-Modus rein. Das heißt, du hast schon mal eine dezente Wegebeleuchtung, was schon mal sehr geil ist. Wenn du keine Straßenlaternen in deinem Wohnviertel hast, das ist schon mal sehr gut. Oder wie gesagt, Garten oder Carport oder also überall muss natürlich Sonne hinscheinen, ja, damit die sich tagsüber aufladen. Und dann kannst du die Dinger überall ranpflastern. Und ich habe 2, 3, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon habe. 2 oder 3 Stück hatte ich schon mal, glaube ich, gezeigt. Und immer aber von verschiedenen Marken. Jetzt bin ich der Marke hier doch nochmal treu geblieben, weil ich festgestellt habe, die sind wirklich gut und wirklich günstig. Und er leuchtet immer noch nicht gedimmt. Egal, machen wir das Ganze wieder weg. Fakt ist, nach 30 Sekunden dimmen die sich, wenn es wirklich richtig dunkel ist. Dann habt ihr hier natürlich die Bewegungsmelder und die Solarpanels. Die laden mit 0,75 Watt, laden die den internen Akku auf. Das müssten so eine 18.650er Batterien sein. Wie viel die allerdings jetzt hier verbaut haben, wird hier natürlich auch nicht preisgegeben. Ich habe es auch noch nie aufgeschraubt. Aber da die bisher super laufen, gibt es auch noch keinen Grund zu, die auszutauschen. 230 Gramm ist ja relativ uninteressant. Und mit 1 Watt Abstrahlwinkel, wie gesagt, also Abstrahlpower meine ich nicht. Der Winkel ist Blödsinn. Der Winkel ist immer so, wenn ihr die so in die Wand reinschraubt oder, was weiß ich, irgendwo mit Draht befestigt oder so. Ich habe an einer Stelle auch, wo eine Betonwand ist, konntest du ja nicht noch riesen Schrauben reindröschen, zack. Von oben runter pendeln lassen, das gute Gerät. Tagsüber lädt er sich also auf. Genau, zwar nicht zur Sonnenseite, aber trotzdem reicht das Licht allemal aus, um 4 bis 5 Stunden im
Wechselmodus, sage ich mal, weil immer Leute vorbeilaufen, logischerweise, ist das schon ganz korrekt. Also dann leuchten die 4 bis 5 Stunden. Und ansonsten im Dimm-Modus habe ich es schon erlebt. Morgens wiedergekommen und das Ding leuchtet immer noch. Von 4 Uhr 5 rede ich dann jetzt. Natürlich jetzt nur, wir haben jetzt April in den Frühlings- und Sommermonaten. Im Winter habe ich das Ding rausgehangen, ich glaube seit Oktober oder so, September, Oktober oder noch davor, hatte ich so ein Teil rausgehangen, war total enttäuscht. 2 Stunden hat es geleuchtet, dann war Ruhe und dann ging es manchmal gar nicht im Winter, weil ja die Sonne gefehlt hat. Ist ja logisch, das muss man sich immer im Kopf behalten. Sollte man die natürlich zur Sonne so ausrichten können, weil man das ja nicht, man kann es ja nicht drehen, das Solarpanel. Man muss ja die, wenn die Sonne so kommt, ja, muss es auch so leuchten. Aber wenn die Eingangstür da ist, ist es blöde. Also versteht ihr, wie ich meine. Ja, das dazu erstmal. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Mehr gibt es ja eigentlich auch nicht groß zu sagen. Ein- und ausgestellt wird es ganz einfach so. Müssen wir gucken, ob es wirklich aus ist. Ich halte einfach den Karton vor die Solarpanels, weil wenn die Solarpanels keinen Strom mehr registrieren, der reingeht in den Akku, zack, dann ist das darüber gesteuert, wie bei diesen kleinen Laternen, die man für 1 Euro auch kriegt. Sobald die Sonne nicht mehr drauf strahlt, schalten die automatisch in den Stromkreislauf um vom Akku und geben das Licht bzw. Strom in die LEDs und die geben das Licht ab. So, das soll es dazu gewesen sein. Das ist eine praktische Doppelpackung gewesen. Passt natürlich auch ganz genial hier rein. So, perfekt, das Ding können wieder im Sommer angebracht werden. Also im Frühling bis Sommer. Und dann lassen die sich auch ideal betreiben. Weil wie gesagt, alles andere macht sonst keinen Sinn. Im Winter würde ich mir die zum Beispiel nie irgendwo jetzt kaufen. Das bringt dann nichts, weil ihr werdet sehen, wenn ihr die jetzt kauft und ihr lasst sie dann an derselben Stelle hängen, so ab August, na, August ist super, September geht auch noch, ab Oktober ungefähr wird es duster an der Stelle, weil nicht genug Strom aufgenommen wurde und ihr könnt die auch nicht extra laden, ist ja keine Ladebuchse dran. Das soll es dazu erstmal gewesen sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Review und Live-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.